Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 3.2. und jetzt gerade fängt es schön an zu regnen. Sitzt ein Spätzchen, da saß ein Spätzchen. Ja, mal gucken, wie der Tag so wird. Ich wollte euch trotzdem einen schönen Start in die neue Woche, in den Montag wünschen. Und ja, ich werde jetzt den Haushalt machen und hoffen, dass er gleich wieder aufhört zu regnen. Denn das ist nicht so schön. Badezeit. Das wird eine Stunde lang zugucken. Zack, das Video fängt schon wieder gut an. Es tut mir leid, ich habe mich heute überhaupt nicht gemeldet. Ja, heute Morgen war ich nur unterwegs gewesen. Und ja, mittags habe ich meine Kinder abgeholt. Dann haben wir Essen, also habe ich Essen gemacht. Dann haben wir gegessen, das wollte ich sagen. Dann wurden Hausaufgaben gemacht, dann hat jeder so ein bisschen seins gemacht. Dann kam Udo wieder nach Hause und ja, wir haben hier so ein bisschen noch gespielt. Und ja, dann wurde irgendwann Abendbrot gegessen und ja, jetzt vorhin waren die Kinder, wir haben jetzt 9:30, ich glaube, die sind seit 7:45 im Bett, genau. Und jetzt gucke ich gerade, Achtung, Werbung, Vox, wie heißt die Sendung? Wir sind klein und ihr seid alt. Ich finde das immer so schön zu sehen, wie die alten Leute aufblühen, wenn die Kinder da sind. Habe jetzt mal Rotzenwasser geheult, wie man ganz dezent sehen kann. Ich weiß, die einen oder anderen fragen sich, warum guckst du dann? Ich finde das einfach so schön. Ich sehe das ja immer, wenn unsere Kinder so oft die Omas treffen. Aber wenn man dann, ich sag jetzt mal, Fremde sieht oder ne, Leute, die im Altenheim wohnen und alles, wie die da so drauf wirken, auch wie unterschiedlich und ach, das ist schön. Ja, sonst ist heute auch nicht wirklich viel gewesen. Es hat nur geregnet, bis auf ja, irgendwann am Nachmittag, da hat es dann aufgehört. Ja, sonst haben wir eigentlich nicht wirklich viel hier gemacht. Deswegen kam ich auch nicht auf die Idee, mal die Kamera anzuschmeißen. Ja, dann habe ich doch gestern leckere Hühnersuppe gekocht. Die war wirklich, habe ich erzählt, mega geil. Ob ich das überhaupt erzählt habe, weiß ich noch nicht mal. Die war wirklich super lecker. Die ist mir wirklich, man soll nicht loben, also Eigenlob stinkt, aber dann lass es stinken. Die war wirklich super. Ja, und dann habe ich Trottel vergessen, die in den Kühlschrank zu stellen. Und siehe da, ist die schlecht. Und jetzt, wo ich euch das erzähle, habe ich das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt. Naja, dann wisst ihr halt doppelt, ne? Da habe ich mich echt drüber geärgert. Ja, ich habe da gestern Abend nicht mehr dran gedacht, den Inhalt in den Kühlschrank zu stellen. Naja, ich meine, war jetzt nicht mehr so viel, aber trotzdem ist ärgerlich. Naja, aus Fehlern lernt man. Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter heulen und sage einfach mal bis morgen. So, das war mir definitiv zu dunkel da in der Ecke. Jetzt habe ich hier so ein Lämpchen hingestellt. Oder der Udo hat das ausgeführt, was ich gesagt habe. Und ja, jetzt ist ein bisschen heller hier in der Bude. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, den 4.2. Morgens um 8:45. Es ist trocken, aber 6 Grad kälter als gestern. Ich sage, das Wetter ist ganz komisch. Aber ich habe dann lieber kalt als verregnet. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Start in den neuen Tag. Und den werde ich jetzt auch haben, denn ich werde jetzt aufräumen. Da wünsche ich euch gerade einen schönen guten Morgen und keine 5 Minuten später regnet es ganz dezent. Also das Wetter, das muss ich echt nicht verstehen. Es gibt ja Leute, die holen sich Tulpen, stellen die in eine Vase, halten die 2 Tage und schmeißen die weg.
Aber ich kann sagen, ich habe meine doch gut ausgekostet, oder? Ja, jetzt ist auch Zeit, dass die mal weg können. Aber irgendwie hat das was. Wir haben 12 Uhr und ich werde jetzt meine Kinder gleich abholen, aber vorher wollte ich noch mit euch sprechen. Ich wollte euch was sagen. Nein, alles ganz gut. Ich habe ganz normal die Kinder heute Morgen weggebracht, war dann hier zu Hause, habe aufgeräumt. Dann war ich noch kurz mit meiner Mami einkaufen. Achtung, mein selbstgebasteltes Schild. Und zwar waren wir bei Real und dann hat sie diese Dickmann-Berliner gesehen und hat die mitgenommen. Ich bin mal gespannt. Gefüllte Schaumküsse mit Himbeerfüllung. Kennt die jemand? Hat die schon mal jemand von euch gehabt? Wie schmecken die? Ich bin ja mal ein bisschen komisch, was neue Sachen angeht. Aber Udo und die Kinder, denke ich mal, die werden sich da durchprobieren. Ja, dann haben wir noch ein bisschen eingekauft. Ich bin echt geschockt gewesen, wie teuer, und da lacht der Udo sonst immer, Obst und Gemüse ist. Ich habe eine Zucchini geholt. So dick. 1,50 Euro und es war kein Bio. Ja, also eine Salatgurke 1,30. Gerade wurde bis zwischen 1,30 und 1,50. Ich weiß nicht, also da bin ich ehrlich, da freue ich mich wieder darauf, wenn wir das alles selbst ziehen. Und dann hast du solche Bollermänner, so groß und hast nicht so viel bezahlt. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen eingekauft, ein bisschen Obst, Gemüse und Bratwurst. Denn heute gibt es Bratwurst mit Erbsen, Möhrchen und Kartoffelbrei. Das muss ich gleich noch machen. Ja, dann waren wir einkaufen. Jetzt bin ich hier. Jetzt hole ich dann gleich meine Kinder. Und heute Morgen Schockmoment hoch 20. Denn wir waren aufgestanden. Das ist jetzt noch nicht so schockig. Dann läuft das hier morgens so ab, dann setzen und legen sich die Kinder auf die Couch, um erstmal in Ruhe wach zu werden. Ich lasse den Hund in der Zeit raus, schmier die Doubles und habe dann einen Schluck getrunken. Habe nichts gemerkt, aber irgendwas hat meinem Hirn Bescheid gesagt, Steffi, in deinem Mund stimmt was nicht. Und die Zunge ging direkt an den Eckzahn ran. Und ich denke, scheiße. Ich sag Udo, ich habe direkt angefangen zu heulen, honken zu heulen, wie so ein kleines Baby. Ich sag, Udo, meine Blombe ist weg. Was für eine Blombe ist weg? Ich sag, die von meinem Eckzahn und alles. Ach, Quatsch. Ich sag, ja. Ich an den Spiegel gerannt und er sah komisch aus. Wie das... Du bist ja morgens noch müde, hängst du so vom Spiegel, ne? Und ehrlich, ich habe Rotz und Wasser geholt. Meine Angst war keine Ahnung wo oben. Und der erste Gedanke, scheiße, du musst heute zum Zahnarzt. Und ja, auf jeden Fall hatte ich dann dieses Blombenstück auf dem Finger liegen. Und ich habe, nachdem die Zähne gemacht worden sind, hinten am Eckzahn alles ganz normal glatt. Ich habe das glatt, vorher hatte ich ja dieses Loch, der ist ja quasi hinten durch den Zahn durchgegangen und hat den dann gemacht. Und da hatte ich immer so ja dieses Zementzeug drin. Und jetzt war der richtig schön glatt und alles. Dann war das Stück raus und der war wieder glatt. Ich denke, ich gehe im Spiegel. Ja, und jetzt, wie stellt man sich das vor? Das ist jetzt mein Zahn. So ist mein Eckzahn. Und dann ist ja hier quasi die Füllung drin, also hier drin. Und dann hat er aber hier quasi noch Zahn so angebaut, damit er auch von außen, von vorne aussieht wie so ein Eckzahn halt. Und das, was der angebaut hat, ist Gott sei Dank, Gott sei Dank, das soll auch so bleiben, wir klopfen auf Holz, abgegangen. Denn ich habe direkt geguckt, der Zahn komplett, der ist dicht, aber eben das, was der dran gemacht hat, ist abgegangen. Warum, wieso? Ich habe nie Probleme gehabt, keine Ahnung. Ich habe auf nichts gebissen, wie gesagt, ich habe was getrunken und dann ging halt ab. Aber ich habe Panik gehabt. Naja, und dann habe ich gesagt, so kann das jetzt bleiben. Ich muss ja nächste Woche jetzt zur Zahnreinigung. Dann soll er sich das da angucken. Ich hoffe, da bleibt er so lange drin. Ich drücke mir selbst die Daumen. Aber jetzt ist immer im Kopf, denk dran. Spiel nicht mit der Zunge dran. Warum auch immer, sobald was anders im Mund ist, hänge ich da mit der Zunge dran. Bitte sagt mir, dass ihr auch so seid. Hängst du mal da und fummelst und das macht dich ja nicht besser, ne? Jetzt ist noch alles dran, aber wenn man dran rumfummelt,
Naja, aber da kann ich euch sagen, ich war 0,nix hellwach, hab schlagartig auf nichts mehr Bock gehabt. Ja, das muss man nicht haben. Naja, aber auch das passiert im Leben und ja. Dann werde ich jetzt mal los. Ich weiß sowieso wieder, jetzt ist es trocken. Und wenn ich dann gleich im Auto sitze und vor der Schule stehe, dann regnet das wieder. Der liebe Gott hat das in den letzten Tagen immer irgendwie so eingerichtet, dass das so ist. Ja, sonst habe ich nichts Neues. Nö, heute steht auch nichts an, außer einen kleinen Termin für mich, wo ich eine Kleinigkeit erledigen muss, aber nö. Was schnarchst du hier neben mir? Genau. So, jetzt gehe ich die Kinder holen. Hummel träumt. Hier ist gerade Vogelbetrieb. Die Spatzen düsen hin und her. Das Rotkehlchen war gerade da und ist ganz schnell wieder weg. Unser Mittagessen heute. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Mittwoch den, auch was weiß ich, den 5., glaube ich, 5.2. um 6:30. Ich bin fix und alle. Ich habe seit, ich denke, komm, erzähl mal nichts. Ist vielleicht nur so ein, ja, wie sagt man, ein Tagesdingen. Hat man ja schon mal. Ich habe seit dem Wochenende immer wieder mal in dem gemachten Zahn hier oder in diesem Bereich, ich konnte ja noch nicht mal sagen, welcher. Ja, wie sagt man, noch nicht mal im Zahn, sondern im Zahnfleischbereich. Immer mal so leichte Schmerzen. Aber das ist leichte Schmerzen. Also die waren, du hast gedacht, oh, hoffentlich hörst du jetzt bald auf. Und so weiter und so fort. Und dann war das auch wieder weg. Dann hatte ich da mal einen Tag überhaupt nicht mehr. Dann war das wieder da. Und dann war das wieder weg. Also ich musste Gott sei Dank nie eine Schmerztablette nehmen. Und gestern Abend war ich noch mal kurz unterwegs abends und dann kam ich wieder und dann habe ich Schmerzen gehabt, aber hier vorne in den Zahn und auch in dem, nur in dem Zahn hier, also nicht nach oben, sondern boah, das hatte sich so angefühlt, als wenn man, jeder, der Spritze kennt beim Zahnarzt, der spritzt hier und dann ist das irgendwann das Level voll. Dann ist der Ballon voll und dann drückt das so. Und so war das, boah, zweimal richtig heftig. Wo ich dachte, Halleluja, das ist schon nicht mehr schön. Ja, ich werde heute Nacht wach und ich kann auch den Zahn weder aufbeißen, noch kann ich hier drüber gehen. Also ich glaube nichts Gutes. Ich hätte nächste Woche einen Termin zur Zahnreinigung. Ja, jetzt kann ich dann gleich zum Zahnarzt gehen. Und ich weiß auch nicht, wann, wie der Tag heute so ausgeht. Ich kann ja nicht mal was essen. Ich bin ja nüchtern. Ich kann nur was trinken. Ich bin ehrlich, ich habe mega Schiss. Vor allen Dingen, wie das denn so ist. Ich bin alleine. Ich musste alleine hinfahren. Der Udo hat einen Außentermin, den er nicht verschieben kann. Meine Mutter arbeitet. Die arbeiten alle um mich herum. Und da ist das mal nicht so eben, ne? Ich habe so einen Muffe. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich fühle. Ich habe heute Nacht schon gebrüllt. Ich habe jetzt gerade geheult. Aber durch das Heulen wird es ja nicht besser. Nee, pocht noch nebenher im Zahn. Und pochen ist ja schon eigentlich nichts Gutes. Ich sage zum Udo, ich bin jahrelang nie zum Zahnarzt gegangen. Ich habe nie, wirklich, nicht einmal Zahnschmerzen gehabt. Und jetzt lässt man sich so nach und nach die Zähne machen und rennt dann noch zwischendurch, weil dann dachte ich, weil ich krank werde. Ich habe die Nase dicht, habe seit 2 Tagen, dass ich so morgens räuspern muss und alles.
Aber ja, da kommt auch weder was raus, noch geht es weg, keine Ahnung. Aber das drückt so sehr. Und ich kann nur hoffen, dass mein Zahnarzt da ist. Ja, wenn nicht, muss ich trotzdem zu einem. Und das macht mir dann noch mehr Angst. Also das sind Gefühle, die... Ja, und ich kann halt die Woche überhaupt nicht gebrauchen. Ich habe heute Abend noch Elternabend in der Schule. Mal gucken, ob ich da hin kann. Und morgen würden wir, Udo und ich, sogar das andrücken. Morgen würden Udo und ich zu den Ehrlich Brothers, Brothers fahren. Aber wenn es mir so kacke geht, dann geben wir die Karten weiter. Ich glaube gar nicht. Das passt so überhaupt nicht in den Terminplaner rein. Ne? Ich bin gerade so, keine Ahnung. Deswegen melde ich mich jetzt, weil ich nicht weiß, was wird heute noch so kommen, und nur damit ihr Bescheid wisst. Ich wünsche euch aber trotzdem einen schönen Mittwoch, einen schönen Wochenteiler und bis später irgendwann. Mein Gott, in der Kamera komme ich noch fertiger rüber, als ich bin. Ich bin jetzt wieder zurück, wie man sieht, wie um 9:15 Uhr. Und ja, was soll ich sagen, ne? Alles schön entzündet, muss eine Wurzelbehandlung gemacht werden. Der Nerv wurde gerade gezogen und ich kann euch sagen, vorne tut mehr weh als der Eckzahn. Also so empfinde ich das. Halleluja. Und dann sagte der Arzt, dass ich da morgen Abend zur Kontrolle kommen soll. Da habe ich gesagt, wir haben aber eigentlich Karten für die Ehrlich Brothers. Ja, und dann sagte er, um Gottes Willen, die sollen wir nicht verfallen lassen, wenn morgen alles gut ist und ich keine Schmerzen habe oder so, dann brauche ich Montag erst kommen. Ich bin schon wieder nervlich, es wacktet. Da gehe ich kaputt dran. Also das ist nicht mein. Naja, was soll ich machen, ne? Kommst du nicht drum rum. Ja, wir haben schönes Wetter. Schön kalt. Ich konnte heute Morgen so eine dicke Eisschicht vom Auto kratzen. Ah, ist übertrieben so. Nee, aber ordentlich. Oh. Naja, so ist das, so ist das. Genau, da habe ich die Kinder nämlich zur Schule gebracht und bin dann da hingefahren. Ich kam auch eigentlich, Gott sei Dank war mein Zahnarzt da, und dann kam ich auch eigentlich recht zügig dran. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, aber jetzt werde ich mir erstmal eine Tablette einwerfen und mich ausruhen. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe heute Abend noch Elternabend, da möchte ich auch hingehen. Und ich hoffe, irgendwann hört die Kacke mal auf, dass das mal alles wieder gut wird. Ja, also jetzt lege ich mich erstmal hin. Ich kann jetzt nicht noch rumliegen und nichts tun. Wir haben ja bald Valentinstag und da mache ich dem Udo ein kleines Geschenk. Und zwar habe ich hier so ein Herzkeilrahmen und da klebe ich dann so Rosenblätter drauf. Jetzt, wo ich das sehe, weiß ich noch nicht, ob es kitschig ist, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Die Sonne scheint zwar nicht, aber es ist schön kalt, es regnet nicht. Vögelchen sind auch draußen. Und zwar da. Habe ich nämlich gerade Futter aufgeladen. Die nächsten kommen auch. Da kommen sie alle hervor. Und jetzt sind sie weg. Naja, auf jeden Fall ist das Wetter richtig schön. Das Vogelgezwitscher. Das lässt mich meinen blöden Schmerz und Druck und alles schön vergessen. Muss mal gucken, wie die da aus den Bäumen kommen. Vorführeffekt da. Ich wollte gerade sagen. Ja, das gucke ich sehr gerne.
euch das mal an. Die gehört nicht uns. Schön ist auf jeden Fall, aber ich finde das nicht schön, dass die an meine Vögel ran will. Tada, fertig. So sieht das Herz jetzt aus. Das sieht ganz gut aus, finde ich. Wisst ihr, was ich mich frage? Ich frage mich, ob der Display oder mein Spiegel die Wahrheit sagt. In dem Display habe ich so hardcore Augenringe, ne, die in Natura nicht so hardcore sind. Naja, egal. Wir haben mittlerweile 5:30. Die Männer sind zum Fußball. Die Emma ist da heute mit. Ich gehe jetzt zum Elternabend in die Schule. Ja, ein kurzes Update zu meinem Zahn. Ich schreie nicht zu laut, aber seitdem der aufgemacht ist, ist Gott sei Dank dieser beschissene Druck weg. Klar, tut noch was weh, aber es ist auf jeden Fall angenehmer und ja, echt heftig. Ich sag jetzt mal so ein Eiterherd oder keine Ahnung, was das so anrichten kann an Schmerzen. Ne? Der Gedanke alleine daran, da habe ich Gänsehaut schon wieder. Puh. Naja, mal gucken, wie die Nacht so wird. Und ich werde jetzt los. Hier wird heute auch nicht mehr viel sein. Deswegen werde ich jetzt schon mal den Vlog beenden. Und wenn ich dann wieder da bin, soweit fertig machen und hochladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmittwoch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.